Ja, aber sonst wird hier unten. Da ist es einfach sicherer. Wenn ich da schon ein bisschen was hab. Man könnte Skill beweisen. Und das Level einfach klein schaffen. Ja, das kannst du ja machen, aber für mich ist das immer nichts. Meinst du nicht, du läufst gerade in eine Sackgasse? Nein, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Denn hier bin ich praktisch schon wieder aus dem Vanilladom raus. Und bin sozusagen. Genau jetzt in der Sackgasse. In der Sackgasse. Welchen zuerst? Wie? Ist ja egal. Den hier? Halt! Den hier? Oh. Na, das war ja jetzt ein toller Sound. Wie als hättest du das quasi genommen? Und das ist so wie so ein. Wie so ein Nachklingen. Von so einer Glocke oder so. Ja, nicht schlecht. Ich möchte bitte den Yoshi. So, ich bin nicht gestorben, das ist doch mal was. Und jetzt brauchen wir wieder 3 Stunden. Na gut, aber der Laufweg hat sich dann definitiv gelohnt. Musst du aufpassen, dass ich mich hier nicht verklick. Und in irgend so ein Level reingehe. Butterbrücke 1 wäre doch mal. Ja, da wär's doch. Ja, finde ich auch. Finde ich auch super, das Level. Also mag ich sehr gern, habe ich immer schon sehr gern gespielt. Alle Gegenstände, jedenfalls fast alle Gegenstände, haben ein Gesicht hier. Links ja. Die komischen Hügel, rechts die Bäume. Eigentlich überall, sogar hinten der umfliegende. Kann ich die fressen? Ja. Da ist ja was los. Oh, den kannst du nicht fressen. Und so kommst du da nicht durch, ohne den ersten Block quasi wegzunehmen. Du steigst ab oder gehst oben hoch? Was gibt's oben? Nichts. Erwartet mich da irgendwas Besonderes? Nö. Oh. Gut. Also wenn du es jetzt nicht schaffst, jetzt könntest du sogar. Warte. Ja, genau. Naja, das ist blöd. Wieder mich? Nee, aber. Ihr könntest eigentlich auch rennen. Da weg? Ja. Ja. Der Chuck. Den nicht. Hä? Wie, du jetzt. Siehst nicht? Ja, der Bildschirm schon noch wieder. Du musst rein. Klein. Ja, ist ja egal, sonst steig halt ab und mach's mit der Feder. Ganz unten. So. Ganz unten. Ah! Kannst ja alle wegdrehen, kannst du alle wegdrehen, alle drehen. Den auch? Ja. Die Maulwürfe auch? Kannst du mitnehmen, kriegst du vielleicht Leben, glaube ich. Oder Feder, weil wir. Ja, nee, Leben. Leben! Und 26. Ah. Mal hat das stark gemacht. Ja. So, und da sind wir auch schon bei Valley of Bowser 2. Aber du machst ja jetzt erstmal. Bit Area. Ja. Ich kann wofür eigentlich. Naja, du verlierst ja eigentlich dabei auch nicht, fällt mir gerade so auf. Was? Weil du verlierst ja keinen Zug sozusagen, weil du bist ja jetzt eh gleich wieder noch dran. Ja. Kann man das ja schon mal machen. So. Weiter Ausgang. Das ist Wasserlevel. Ach, das magst du doch. No. Jetzt schnell rumgedreht. Oh, das war natürlich blöd. Hier ist was los mit den Fischen. Nein! Naja,
Komm, hol sie dir, ja. Alles gut gegangen. The Rose. Was bringt eigentlich das P? Also wo könnte man das einsetzen? Wie? Na, für den zweiten Ausgang. Ach stimmt, da musst du ja erstmal... Ach so. Was? So. Fertig. Und da hat dann auch geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt das zweite Level ist. Na, das mit den Hoch- und Runter-Dingern, mit diesen, was so ewig dauert eigentlich. Das. Und mit den Vögeln oben. Mhm. Oh! Nein, ich hatte mich geduckt, aber eindeutig. Ja, jetzt kommt gleich die Schildkröte, die dich verfolgt. Na, das war ja jetzt... Aha. War doch von Perfektion gekrönt. Von was? Von Perfektion. Aha, bei mir kam gerade von Perfektton. Nee, perfekt, Perfektton, aber ich komme hier nicht hoch, das ist blöd jetzt. Jetzt, spring! Spring nochmal, spring! Na. So, und hoch und runter. Würde ich nicht nehmen. Nein! Oh! Na. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, was du sagen wolltest. Nicht. Aber ist ja kein Problem. Weil da ist ja noch eine. Nicht das schon wieder. Jetzt stirbt er mindestens 15 Mal. Und dann sind alle Leben weg. Wie, na, renn erstmal. Renn. Bis unten ist und dann. Ja, dann kannst du auch durchrennen, theoretisch. Jetzt? Ja, bis zur Einkerbung. Jetzt renn, du musst! Du kannst nee warten. Na, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Warum ne? Na, wieso denn? Kriegst du ja eh nicht alles. Krieg ich das? Niemals! Du musst hättest warten müssen, bis es oben ist. Aber warum verwechsel ich es immer? Musst du vorher gucken, wie das, wo die nächste. Ja, nee, so weit reicht das logische Denken nicht. Was? Oh, wunderbar. Oh, das war natürlich auch nicht schlecht. Na, spring durch so eine Lücke, na komm. Mhm. Ach, wisst ihr was? Oh. Aha. Jo, sehr schön. War ja auch nicht schlecht. Ach, das war ja das hier. So, da müssen wir ja jetzt erstmal hier. Was machen wir denn zuerst? Machen wir doch erstmal das Leichte. Da. Oh. Fertig. 30. Ja, Bonuslevel würde ich sagen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und diesmal mit, warte, wie viel konnte man insgesamt? Ich glaube 9, nee, oder 8. Fängt ja schon mal. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Und er hat immerhin nicht mal zwei. Zwei außen vier? Vier, vier? Nee. Vier, vier, vier? Mist, ich weiß nicht, wie viel es sind. Ah, jetzt bin ich auch bald gleich bei dir eigentlich so. Also, denkst du? Hast du übrigens noch eine Feder? Ja, stimmt. Aber die brauchst du ja nicht einsetzen, weil ich krieg hier oben jetzt echt kleiner eine. Aber ich weiß nicht, ob du dann die Feder behältst. Oder ob jetzt der Pilz hochspringt. Genau. Ja. Springt da.
Was haben wir hier noch drin? Yoshi-Flügel. Aber was bringen die denn hier eigentlich? Da kommst du einfach nur mit dem Yoshi quasi zum Ende, aber halt nur zum normalen. Rein, 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 rein. Nein. Wieso nicht? Schaffe ich das bis zur ersten? Na sicher, hast du vor uns auch geschafft. Ui! Warten. Erst wenn es oben ist, ne? Wieder runterkommen. Au, au, au. Dann musst du weiter. Weiter? Und jetzt gleich weiter rechts, 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 rechts. Na, jetzt musst du warten. Dings hier. Nee, da, ne? Weiter? Ja, na, jetzt musst du. Und dann auch gleich wieder. Nachdem, ja. Direkt auch wieder. Jetzt warten, bis unten ist. Und dann erst rennen bis zur Lücke und danach musst du gleich wieder weiter. Wie weit? Ja, kannst du schon, theoretisch. Weiter, weiter, weiter. Puh. Ja, entweder jetzt den normalen Ausgang oder den, also den Special. Entweder jetzt warten und links dort hochgehen oder, na gut. Bleibt nur normal. Komm her. Puh, geschafft. Aber dann wirst du ja noch mal rein müssen. Warum? Na, zweiter Ausgang. Muss der denn unbedingt sein? Jep. Warum? Na, warum nicht? Na gut, ja. Vielleicht später. Hallo. Was hast du jetzt gemacht? Ach so, du bist da oben. Ton hat Ebene 5000. Eigentlich ist das doch jetzt totaler Müll. Ja. Aber es hat, glaube ich, gereicht. Für ein Leben. Hat es, hat es. Hier oben war ja. Na, machen wir das mal. Kommt hier nicht. Wäre aber, glaube ich, auch so eigentlich. Ach, einen Stern gibt's hier. Na dann. Toll. Und sehr viele Gegner. Hey. Toll. Hey, Leben. Immerhin. Falsche Richtung. So, hier hinten. Ah, hier konnte man doch. Ach, wunderbar. Hier müsste es doch eigentlich noch ein Leben geben. Wenn ich das richtig sehe. Was? Nein! Oh, Mist, einer hat's nicht zerstört. Schade drum, aber egal. Wäre ein relativ leicht verdientes Leben gewesen. Zwei Leben für so ein, naja, Billig-Level. Nun, entweder das oder halt das zweite Ausgang. Navigierst du mich? Ja, ist nicht schwer. Oben gibt es eine Rose. Ach, das ist das. Oh, das wird schwer für dich. Je nachdem. Das ist das, wo du dann im zweiten Raum das P drücken musst, quasi, und dann rennen musst. Ja. Der zweite Raum. Ja. Und dann ganz schnell nach rechts rennen, auf über die Dinge. Nach rechts. Ja. Und so weit wie möglich rechts reinrennen. Gerade ich hab's P verpasst und bin auch Wie ist Stern P? verpasst. Na, Sterne nützt dir hier überhaupt nichts, weil es sind eh bloß Geister und bringt dir da ja eh nichts. So, hier oben haben wir jetzt noch Eingang Sternenwelt. Ach ja, das war. Ach, das ist ja noch einfach.
Achso, hier können wir ja rennen. Ja, fliegt doch wieder weiter drüber. Bam. Oh. Was ist noch auf den Kopf? Ich auch drüber fliegen.